Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Path of Titans Video mit einem neuen spielbaren Dinosaurier. Denn es gibt jetzt den Alberta Ceratops. Der ist auch super überraschend ins Spiel gekommen, so wie der Sarcosuchus. Der war vorher nicht angekündigt oder so. Ist einfach eine kleine Belohnung, weil wir das Spiel, glaube ich, so gut supportet haben und sich der Release verschoben hat. Ich freue mich mega. Der ist ziemlich cool. Fällt gerade durch seine geschwungenen Hörner da oben besonders auf. Ansonsten kommt er schon sehr nah an einen Styracosaurus dran, würde ich sagen. Ist halt auf dieses, den Nackenkamm heißt es, glaube ich, ne? Der unterscheidet sich natürlich so ein bisschen. Habe ich mich sehr gefreut, als ich das heute Morgen gesehen habe. Wir passen ja sogar durch. Sehr cool. Der hat auch einen Charge-Angriff. Ich weiß gar nicht, wie der funktioniert. Da, Rechtsklick. Ah, jetzt läuft hier so eine Zeit runter. Wenn ich jetzt wahrscheinlich irgendwo gegenrenne, dann greift er an. Oder? Ich weiß es nicht. Gute Frage. Der hat auf jeden Fall sehr hohen Cooldown. 40 Sekunden noch. Ah, das ist nice. Ansonsten kann er natürlich noch so mit seinen Hörnern zuhacken. Und steuert sich sehr ähnlich wie natürlich auch der Styraco, ne? Ist ja auch ein Topsidee. Heißen die so? Topsidee? Ceratopsidee oder so? Und daher sind die sich natürlich sehr ähnlich. Ich würde gerne mal eben schnell eine freie Fläche suchen. So, jetzt können wir uns den nochmal genauer angucken. So sieht der aus. Das ist auch schon jetzt der Standard-Skin. Ich habe nur die Farben ein bisschen abgeändert. Finde ich schon sehr cool optisch. Es gibt aber noch viele weitere Skins. Schauen wir uns gleich auch noch an. Ja, gefällt mir. Ja, wir können auch gleich mal eben die Schreie durchgehen. Das war gerade der Einser-Schrei, den mache ich nochmal für euch. Dann der Zweier-Schrei. Dreier. Vierer-Schrei. Fünfer. Einmal schütteln. Das war der Sechser. Oh, Siebener gibt's auch. Okay, da schaut er sich um. Interessant. Ach, da gibt's nichts mit nicht. Nichts mehr. Ach, da gibt es nicht mehr. Und F gibt's noch. Das ist F. Also es gibt wieder viele, viele Möglichkeiten zu kommunizieren hier. Sieht auch alles sehr gut aus. Bin aber noch echt gespannt auf diesen Charge-Angriff, wie der funktioniert. Den kann man jetzt aktivieren. Ich werde das gleich mal testen, glaube ich. Aber erstmal schauen wir uns jetzt mal eben die Skins an. Da haben wir ihn schon. Gibt es in drei verschiedenen Unterarten. Hier ändert sich halt so ein bisschen der Nackenkamm und auch der gesamte Kopf so ein bisschen. Wird viel, viel breiter. Und da gibt es noch diese Variante mit den Härchen hinten. Die gibt es ja sehr, sehr oft. Also die drei gibt es. Ist ja schon mal nicht schlecht. Sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Und dann gibt es noch viele verschiedene Skins. Es gibt sogar Bäcker-Skins. Oh, den muss man sogar neu kaufen. Na, logischerweise. Ich habe halt nur 10 Bäcker-Skins freigeschaltet. Sieht auch nicht schlecht aus. Das hier ist Racer. Sieht auch cool aus. Hier kann man dann natürlich mal bei den jeweiligen Skins auch noch die Farben variieren. Muss man dann aber alles freischalten. Also den kann man hier richtig schön grün und so machen. Nicht schlecht. Taurus. Oh, der sieht auch nice aus. Aber was ganz anderes. Walnut. Sieht auch cool aus. Klickt jetzt einmal schnell durch. Da sind schon wieder sehr, sehr viele coole Skins dabei, muss ich sagen. Genau, Muster und Farbe kann man hier unten dann noch ändern. Das kennt ihr ja alles. Also da hat man wieder super viel Variation bei den Skins. Ich wollte jetzt gerade auf einem anderen Server joinen. Und ich sehe gerade, ich habe den Bäcker-Skin sogar bekommen. Richtig cool. Das heißt, den habe ich kostenlos einfach noch dazu bekommen.
weil ich damals das Spiel schon unterstützt habe. Aber vorhin stand doch da links kaufen oder sowas, ne? Ist irgendwie ein bisschen weird. Keine Ahnung, woran das liegt. Bin jetzt auf jeden Fall auf einem vollen Server mit 50 anderen Dinosauriern. Ich hoffe, ich werde hier gleich noch wen treffen. Und dann kann ich auch mal die Charge Ability ausprobieren. Da bin ich nämlich sehr gespannt, wie die funktionieren wird. Aber es gibt natürlich auch noch hier Precise Movement, hoffentlich. Wait, ich kann irgendwie den Knopf dafür nicht drücken. Okay, das wurde tatsächlich umgebindet. Es funktioniert alles noch ganz normal. Habe ich es wieder richtig? Kann man sich auch wieder schön auf der Stelle drehen. Bisschen rückwärts laufen. Kann halt im Kampf sehr angenehm sein. Dann gibt es natürlich noch Bücken. Das sieht so aus. Kann man auch ein bisschen sich durch engere Gänge zwängen. Und natürlich auch noch hinlegen. Beziehungsweise erstmal hinsetzen. Sieht ja witzig aus. Und hinlegen kann man sich dann auch noch. Einmal gehen und dann wird geschlafen. Okay, Leute, ich habe jetzt ein bisschen gesucht. Ich habe jetzt leider auf die Schnelle keinen Spieler gefunden, um diese Charge-Attacke zu testen. Aber ich gehe mal davon aus, dass man die aktiviert. Und wenn man dann sprintet, ist man halt schneller. Und entweder muss man dann nur gegen den anderen laufen oder halt nochmal linke Maustaste drücken, wenn man dann gegen jemanden läuft. Und zu guter Letzt gibt es neben dem Alberta Ceratops auch noch eine neue Attacke für den Spinosaurus, nämlich eine Schweifattacke. Man kann jetzt hier schön zuschlagen. Glaube ich, echt praktisch, wenn dann kleinere Angreifer wiederkommen. Aber ich glaube, dafür wurde diese Clown-Attacke rausgenommen. Die konnte man ja vorher auch machen mit dem Spino. Oh, der macht die aber auch. Der macht, glaube ich, beides gleichzeitig. Oder bewegt er die Arme einfach nur mit, damit er seinen Schweif besser bewegen kann? Gute Frage. Müsste man halt auch mal testen, ob das dann vorne auch Damage macht. Könnte aber sein. Ist dann auf jeden Fall ziemlich strong. Weil dann hat man wirklich so einen richtigen Rundumschlag neben dem normalen Beißen. Finde ich aber cool, dass momentan so viele neue Attacken reinkommen und so viele neue Dinosaurier. Vor allem, wenn es dann solche Überraschungsdinosaurier sind, mit denen wir gar nicht gerechnet hatten. Das war mal wieder ein weiteres Update vom Path of Titans. Bei dem Spiel geht es momentan wirklich Schlag auf Schlag. Vor allem kommen da noch immer so Sachen raus, mit denen man gar nicht rechnet, wie zum Beispiel der Sarkosuchus oder dieser wunderschöne Alberta Ceratops. Das feiere ich, dann hat man immer so eine kleine Überraschung und freut sich. Und natürlich wird dann auch der Dinosaurierpool etwas größer, was später dann beim Spielen sehr viel mehr Spaß machen wird, wenn man dann die Auswahl zwischen, ja, mittlerweile glaube ich 20 Dinosauriern hat statt 18. Das ist schon echt ziemlich nice. Ja, war wieder ein cooles Update, hat mir sehr gut gefallen. Wir werden es vielleicht auch nochmal im Livestream anspielen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.